Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks hartem Nehmen, beweise dich, kein Gejammer und Widerstandsfähigkeit. Ja, mal sehen, wie wir uns damit schlagen werden, ne? Kein Gejammer ist natürlich immer ein großes Risiko und auch immer eine größere Schwierigkeit. Ich glaube aber in dem Sinn, in dem Bild macht es in dem Sinne Sinn, dass ich hier jetzt schnell reparieren kann. Nämlich dadurch habe ich jetzt dauerhaft Widerstandsfähigkeit bereit. Ich hau lieber zuerst direkt ab. Ist eine Krankenschwester. Genau, also ich denke mal, der Bild ist so ein bisschen darauf ausgelegt, schnell Generatoren zu machen. Mit Widerstandsfähigkeit, was durch kein Gejammer dauerhaft aktiv ist und mit Beweise dich, ne? Habe ich da eigentlich ganz gute Perks dabei. Klar, kein Gejammer, ist aber für Widerstandsfähigkeit wahrscheinlich dabei und hart im Leben halt einfach, damit ich in der Jagd nicht komplett baden gehe. Aber mal sehen. Okay, Krankenschwester mit ansteckender Angst. Das ist sehr gefährlich, besonders weil ich halt ein One-Hit bin. Okay, Bill wird verletzt. Die ist jetzt auf Slangen aus, oder? Ja, die will so ein bisschen jetzt laggen. Okay, und hier haben wir Heroin. Oh, was soll ich lieber machen? Direkt aufheben? Ja, ich mache jetzt das Totem weg. Hallo Ace. Okay, der kümmert sich schon. Nein! Oh, das ist doch Mist! Dadurch, dass der Bill niedergeschlagen wurde, hat sich ansteckende Angst aktiviert und damit mein Fortschritt hier am Totem zurückgesetzt, ne? Na komm schon, na komm schon, na komm schon, na komm schon. Ups. So, ich habe hart im Nehmen lieber ein bisschen früh gezündet. Einfach um sicher zu gehen. So, das ist eine Krankenschwester, gegen die muss man sehr, sehr unvorhersehbar weglaufen. Da helfen diese kleinen Gänge hier so. Ich versuche manchmal einfach nur zu gehen. Die folgt mir noch. Die will sich aber nicht teleportieren, solange sie kein direktes Sichtfeld auf mich hat. Verständlich in dieser Map. Okay, sie lässt von mir ab. Puh. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Okay, ansteckende Angst ist natürlich sehr gefährlich. Ruin ist immer noch da. Heißt, sie spielt wahrscheinlich mit Unsterblich. Also Ruin Unsterblich. Ist so das Logischste, was man so mit hat, ne? Da habe ich wahrscheinlich gerade Unsterblich zerstört. Dort hinten ist der Bill wieder. Hing der Bill nicht gerade eben auch schon? Okay, und Entscheidungsschlag, okay. Hallo Ace. So, beweise dich und Widerstandsfähigkeit, ne? Beweise dich gibt, glaube ich, 15%, Widerstandsfähigkeit 9%. Der Gen sollte schnell durchgehen. Okay. Herzschlag wird lauter. Die jagt aber nicht uns nach, ne? Die ist immer noch beim Bill. Boah, die war aber gerade super nah, ne? Daher wollte ich da auch erstmal lieber weg. Okay. Zum Glück bin ich nicht mit den anderen weggelaufen, sondern habe meinen eigenen Weg gesucht. Sonst hätte ich da jetzt wahrscheinlich auch auf die Nase bekommen. Okay, da wurde jemand anscheinend gezogen aus dem Schrank oder so. Die war doch noch nicht verletzt, ne? Das war die Kate. Okay, ich versuche hier jetzt einfach weiter Fortschritt zu machen, ne? Ja, ich bin verletzt, mein Guter. Hallöchen, Krankenschwester. Bill, lauf! Lauf, Bill! Lauf! Bill! Okay. Ah, verdammt. Ich habe es zu früh gezündet. Ich hätte es ein bisschen später zünden sollen, dann hätte es geklappt. Das hat am Nehmen. Da hätte ich noch mal eine Sekunde warten sollen. Aber gut, immerhin haben sie sich dort hinten gerettet, geheilt. Bill ist und bleibt verletzt. Okay, Kate, passt bloß auf. Die will mich jetzt bestimmt retten. Dankeschön.
Okay. Krankenschwester geht mir nach. Nee. Ace nach. Mir nach. Okay, ab jetzt ist mein Schutzschild auch schon wieder weg. Das Blöde ist, ich bin oben gegen eine Krankenschwester. Ist es besser, nach unten zu gehen? Jetzt habe ich es gut gezündet. Das war allerdings eine... Ah, ich weiß nicht, ob es so schlau war, nach hier unten zu gehen. Komm, lauf, 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 lauf. Hier steht keine Palette mehr. Okay, 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 okay. Ich lauf, ich lauf. Die Krankenschwester ärgert sich jetzt bestimmt, dass sie mich weiterjagt. Und ich einfach auf meine Retter gegangen ist, weil ich sie ja jetzt doch schon ein Stück hinhalte. Sie lässt von mir ab, okay. Puh. Mensch, die Sache ist, kein Gejammer macht es natürlich deutlich schwerer, aber es macht es auch zum Teil deutlich spannender, ne? So, komm, den ziehen wir durch. Danach würde ich gern Bill heilen. Ich meine, die spielt schon mit ansteckender Angst. Das ist dann natürlich sehr gefährlich. So, dann Widerstandsfähigkeit heile ich auch 9% schneller. Kann also hier ganz gut zum Leben beitragen, sage ich mal. So, okay. Noch zwei Gens. Wir sind schon eigentlich ganz gut dabei. Bill geht hoch. Ich weiß nicht, ich will eigentlich unten lieber bleiben, weil ich das Gefühl habe, unten sind halt deutlich mehr Sichtblockaden und oben hat man eher so ein großes freies Feld. Klingt wieder weg. Na, wenn da nicht ansteckend Angst geklingelt hat. Lauf! Hier raus. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Okay, sie ist weg. Gut, und Hart im Nehmen ist auch wieder bereit. Und Ruin ist weg. Nice. Hallöchen. Lauf, 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 lauf. Nee. Ach, manchmal ist halt einfach, man hört Herzschlag. Er kommt, wird lauter, er kommt näher und dann nichts. So, okay, ich halte dich mal schnell hoch. Zack. Ja, die kommt her. Ey, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Die jagt uns gar nicht. Die ist nicht mal... Die will uns nicht. Die jagt den Bill irgendwo. Und wahrscheinlich spielt sie mit Beobachten und Zuschlagen. Und hat dadurch ein riesiges Herzschlagfeld, während sie in der Jagd ist. Ne? Und wenn sie nicht in der Jagd ist, halt ein kleineres. Und deshalb klingt es bei uns immer so, als wäre sie super nah. Obwohl sie gar nicht so nah ist. Ne? Denke ich mal, ne? Oh nice, ich denke mal, den schaffen wir sogar, bevor sie hier ist. Nice, das geht gut. Und der letzte Gen ist durch. Wie schön. Und wie ein Glück hier, ne? Boah, kein Gejammer, ne? Sollte ich retten? Ich habe halt keine... Okay, da ist schon jemand. Ich wollte gerade sagen, ich habe halt keine geliehene Zeit. Hier ist die falsche, okay. Keine geliehene Zeit und kann nicht mal einen Schlag tanken. Und kein Gejammer ist man auch nicht unbedingt halt jemand, der gut fürs Team ist und retten kann. Und kein Gejammer ist man eher, naja, vorsichtig unterwegs und kann dem Team jetzt nicht so extrem helfen. Ne? Aber hey, ich würde mal sagen, der Bild ist gut aufgegangen. Hart am Nehmen hat auch ein paar Mal geklappt. Und wir haben die Gens schnell durchgezogen. Wir waren auch oft gemeinsam, ne? Also Beweise dich hat gut Fortschritt gebracht, Widerstandsfähigkeit auch. So, jetzt wurde die Kate erwischt. Ich zieh durch. Soll ich retten? Gegen eine Krankenschwester ja nicht, ne?
Wobei, also eigentlich gegen jeden Killer sollte man. Also nicht speziell nicht bei einer Krankenschwester, aber die ist halt nochmal deutlich gefährlicher. Und ich habe nur ein Leben, ne? Okay, Ace ist ein Held. Ansteckende Angst ist aktiv. Bill wird gejagt. Soll ich dich heilen? Nee, die will einfach nur vorbei. Okay, der wird mitgenommen. Ach, Mann. Irgendwie würde ich ja schon gerne helfen. Aber auf der anderen Seite eher nicht, ne? Auf der anderen Seite bin ich zu verschreckt. Jagt ihr den Bill? Nee, die blinkt halt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, also ich meine, es ist ja logisch, dass er mich nicht auch weiter verfolgt, aber es bringt jetzt nichts, wenn ich da die ganze Zeit bin und keine Ahnung, hin und her eile und von links nach rechts gehe und sie dann immer angucke und dann einfach wieder weglaufe, weil ich zu viel Angst habe. So, schauen wir aber trotzdem mal zu. Okay, sie ist natürlich am Haken. Ich meine, es ist ja logisch, ein offenes Tor ist direkt in der Nähe. Was will sie da machen? So, Kate. Ja, die bleibt halt davor. Was macht Bill? Bill hat eine Taschenlampe, der will so ein bisschen. Oh je. Okay. Das könnte spannend werden. Ace hat Entscheidungsschlag und geliehene Zeit. Kate kommt raus. Sollte sie schaffen. Bill ist am anderen Tor. So, Kate schafft's. Er lässt sich umhauen, um den Entscheidungsschlag zu zünden. Und damit Bill einfach nochmal ein bisschen Zeit hat. Zack. Ist natürlich fies, ne? Arme Krankenschwester, aber damit, mit dieser Aktion, zögert er einfach Zeit raus und der Bill schafft's raus. Mit Leichtigkeit. Schöne Sache. Gutes Teamwork an der Stelle. So, okay. Ja. Sehr gut. Gute Runde, ne? Sie hatte wirklich Ruin und sterblich, ne? Haben wir uns überlegt. Ansteckende Angst wussten wir. Gut, Barbecue wussten wir nicht, aber hätten wir uns eigentlich auch denken können. Ist ein super Perk für die Krankenschwester, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.